Was war das für ein Gekicher? Margaret! Deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magna ist gesund, die Kammer frei. Alles für deine Pfote, die Kleine. Schönste Margaret, willst du werden, die meine? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Margaret, warte, mein Herz! Fort ist sie, brennend der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert diese Flöte dein Los. Welch liebliche Melodie, aber ihren Verlust verwinde ich nie. Leb wohl, mein Freund. Wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Bulmus Populi danken euch und werden es euch vergelten. In dieser oder in anderen Welten. Sprich mit Magna unter der Stadt der Populi, sonst erreichst du den Tempel in die Höhle nie. Aber wir wollen doch nicht in den Tempel der Höhle. Wir wollen doch eigentlich... Ja, egal. Ach, wenn Liebe sich nur wie die Märkte verhielte. Ich weiß, diese Angelegenheit ist recht heikel. Doch Vater seinem Bankier oft übel mitspielte. Wenn Monsieur Mustachis Anlagenverlust mitgebracht. Sicher, der Markt kann unvorhersehbar sein. Wird ein Geschäft nicht gründlich bedacht. Wartet, Monsieur Mustach, war sein Name? Nennt ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Und den ganzen Kopf kräuselt sich ein gewaltiger Bart. Und an Pomade hat er dabei nie gespart. Deshalb nannten Vater und ich ihn derart. Ja. Schade. Heißt das, Robert kommt jetzt nicht mehr mit? Doch, bestimmt. Die Kurse übertreffen alle Erwartungen. Dieser Streich ist uns wohl gelungen. Unsere Profite steigern euretwegen. Kauft, kauft, kauft. Dieser Aufschwung ist ein Segen. Das will ich hoffen. Dafür haben wir es ja nur gemacht. Nun, der Magna ist geheilt. Die Gewinnkurve in die Höhe eilt. Können wir jetzt auch mit der Ratte sprechen, die unten im Loch sitzt und nach Gold gräbt? Hui. Vielleicht gibt's dieses Jahr noch einen fetten Bonus. Minze Futuris für die Capilli. Ja. So, Ratte. Wir gucken uns jetzt noch einmal die Ratte an, bevor wir dann weitermachen. Wir sollen ja jetzt mit Magnus sprechen. Magnus? Zur Erinsklippe. Warte. Und das beginnt, wenn wir hier X drücken. Okay, merken wir uns. Machen wir gleich. Erstmal folgt ein anderer Streich. Aber nicht hier. Ah, das olle Wasser. Hat mich runtergedrängt. So ein Dreck. Aber er bleibt noch bei uns, das ist schön. Oh, das war gut. Schön, dass wir die Opoli noch ausgerüstet haben. Müssen wir uns allerdings in dem nächsten Gebiet wahrscheinlich überlegen. Stufenanstieg. Ach ja, die müssen wir auch noch bearbeiten. Also, du bekommst erst einmal da oben das hier. Und dann geht's hier normal weiter. Zurückwerfen, jojo, machen wir später. Du bekommst das. Rubella bekommt mehr MP. Für dich gibt's den besseren Schlag. Nora bekommt wieder Versteinern und Verteidigungsaufwertungen. Und dann hast du nur noch die beiden. Dann bist du auch schon in dem dritten Gebiet und in dem letzten dazu. Wie sieht's mit dir aus? Antidot? Oder das? Nein, hier unten erstmal der Schuss auf alle. Sicherer Schuss. Oh, das hört sich noch besser an. Was ist das? Doppeltreffer. Hört sich auch gut an. Okay. Weiter geht's zur Ratte nach unten. Wo war die denn? Nee, hier war die nicht.
Oder? Da war die Tür. Da war die nicht drin. Aber das muss hier irgendwo gewesen sein. Nee, hier gibt's nur anderes Zeug. Ach, hier mussten wir hinein. Kein Licht, es ist einfach zu dunkel. Nicht das leiseste Gefunkel. Naja gut, gibt's denn hier irgendwo eine Lampe, die wir entzünden können? Wohl nicht. Aber wie sollen wir sonst Licht ins Dunkel bringen? Igni, wir wollen dich auch nicht sterben lassen, aber ich wüsste nicht, wie wir für ihn Licht machen sollten. Das ist die einzige Möglichkeit und das reicht ihm nicht. Gibt's denn hier anders irgendwo noch eine Möglichkeit, Licht zu machen? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir dafür Gold bekommen. Oder wir müssen den Apfel gegen irgendwas eintauschen, was Licht macht, um dann dem unten das Licht zu geben. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, aber wo kriegen wir etwas, was Licht macht? Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, das irgendwo gesehen zu haben. Egal, gehen wir ins nächste Gebiet, schauen uns dort die Monster an, dann wissen wir auch gleich, was wir für Okuli ausrüsten müssen, zur Erinsklippe. Wie steht's um dein Gemüt? Verehrte, ich fühle mich jung und gut. Mein Herz schlägt endlich wieder rein. Frei bei Rambat ohne Pein. Hoch im Himmel heb ich euch, aber dann kann ich wirklich nicht mehr bleiben. Die kleinen Kerle auf meinen Schultern müssen endlich wieder Handel treiben. Oh, das ist der, den wir damals in weiter Ferne gesehen haben. Zu den Rambat-Klippen. Hab Dank, Magna, für die tolle Reise. So hoch im Himmel war ich noch nie. Robert, viel Glück bei all deinen Geschäften. Wartet, Aurora, ich bin mit von der Partie. Gelingt's mir, neue Märkte zu gewinnen, werde ich doch noch Margarets Herz erringen. Willkommen in unserer Truppe. Ich ahne Bankrott für die ganze Gruppe. Das ist ganz schön pessimistisch. Der Herzog und die Herzogin. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Hinauf zum Tempel des Mondes. Jetzt geht hier wieder was ab. Eieieiei. Vielleicht haben wir hier hinten aber noch ein Bekenntnis. Nein, zumindest eine Schatztruhe. Das ist doch schon... Aua. Was Schönes. Ach, jetzt werde ich schon durch solche Gegenstände hier verprügelt, oder was? Oh Mann, oh Mann. Ja, da sind schon wieder irgendwelche Schießer und da sollte ich nicht unbedingt rein. Aber da muss ich rein. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Die Karte Lemurias. Sternenstaub. Bekenntnisse 3 von 3 in der Stadt der Popoli. Ah, wir sehen sogar, wie viele Bekenntnisse es gibt und wie viele wir bisher gesammelt haben. 3 von 3. Truhen haben wir 74 von 79. Ach so, das zählt alles zu den Rambat-Ebenen. Gut, das heißt, wir haben alle Bekenntnisse, aber uns fehlen noch ein paar Truhen und hier fehlen auch noch 8 Stück. 8 Truhen. Wahnsinn. Aber vielleicht kommt noch einiges dazu. Das wissen wir ja nicht. Stadt der Bolmus und Populi. Zünbelmeer. Ihr seid alle aus Stein, aber dann geht Wasser ja auch gut, oder nicht? Wir werden sehen. Oh, du scheinst auch Eis zu sein. Halten wir dich mal auf und gucken uns das an. Das heißt, das Feuer jetzt. Ja, haha, wasserresistent, das habe ich mir gedacht. Feuer kommt jetzt viel besser. Kontert körperlich im Angriff. Boah, aber ganz schön hart, du. Einmal gesteigert.
Sehr gut. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Also da muss ich dringend andere Okuli reinnehmen. Wow. Ich glaube, wir machen uns selber kaputt, wenn das so weitergeht. Das wird erstmal der einzige Kampf bleiben. Dann müssen wir sehen, dass wir leveln. Das geht ja gar nicht. Gelähmt. Fliehen. Das scheint eine gute Option zu sein. Okay, hat geklappt. Dann weichen wir den Kämpfen erst einmal aus. Und gucken mal, was wir sonst noch machen können. Ja, nee, 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 nee. Ich meine, die Wasserresistenz hat uns ordentlich runtergehauen. Da müssen wir mal gucken. Hier ist auch wieder irgendwas vom Zirkus. Dass Rubella sich nicht gleich meldet, wundert mich. Wir holen uns die Kiste. Eine Menge Zeug warf der Zirkus über Bord. Wir nähern uns sicher seinem Aufenthaltsort. Sicher, sicher. Aber jetzt wird erstmal ausgerüstet. Inventar? Nee. Okuli? Also, dann müssen wir geschliffener Smaragd, stark bei Wasser. Die nehmen wir jetzt mit rein. So. Feuerresistenz brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Wasserwiderstand. Und geschliffener Diamant bleibt alles so, wie es ist. Rubella bleibt, wo sie ist. Du bekommst noch den da rein. Ausrüstung wechseln. Ach so. Ah, und so können wir gleich die Ausrüstung. Sehr gut. Also dann Wasserresistenz. Und eigentlich solltest du den Diamanten bekommen. Egal. Ist richtig jetzt so, ne? Nora, Aurora. Grün-blau. Grün-blau, genau. Und du kriegst auch noch grün. Und blau. Gut, dann wollen wir mal weiterschauen. Hier geht's rein. Ist auch noch eine Kiste. Ein geschliffener Rubin. Ich meine, wenn wir erstmal in die nächste Stadt oder in das nächste Gebiet kommen, aua. Hier sind ja überall Monster. Dann haben wir bessere Karten, dann können wir nämlich porten und müssen nicht wieder durch dieses Gebiet durch. Au, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Finster und bedrohlich. Ich fühle mich schwach und matt. Ja, du, ausgerechnet du. Komm, heil mal Aurora hoch. So sieht das schon besser aus. Okay, 90. Ist schon in Ordnung. Und geschliffener Smaragd, den können wir gebrauchen. Was haben wir hier noch Schönes? Noch mehr Kisten und ein Bösewicht. Ich muss fliegen. Egal, ob es ein Überraschungsschlag ist oder nicht. Tschüss. Fliehen ist gelungen. Ja, oben gehen wir später hin. Ich muss jetzt erstmal hier unten die Kiste holen. Gut. Und jetzt gucken wir oben. Noch mehr Kisten. Ein Zirkus war hier mit Tamtam und Gebimmel. Was ließen sie zurück hier oben am Himmel? Ach, guck mal, wer bist du denn? Trauriger Narr, was ist los? Warum weinst du bloß? Um das verlorene Licht, den ewigen Schrecken. Die leeren Räume, die Toten bedecken. Das leere Volk, in dem die Lebenden stecken. Das Ende des Zirkus lässt mich verrecken. Um den alten Mann, der kaum mehr kann gehen. Das junge Kind, das noch nicht richtig kann stehen. Um euch und um mich. Darum weine ich. Siehst du diesen Unrat dort drüben nicht? Entlassen hat der Zirkus mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum. Weil sie mich nicht lustig fanden, darum. Meine Schwester zu holen, hatte ich gedacht. Stattdessen fällt mein Vorhang in dieser Nacht.
Halt, Tristes, ich bin hier. Rubella, sehen meine Augen richtig? Tristes, komm, vergiss den Zirkus. Aber für unsere Träume ist er wichtig. Ich als gefreiter Komödiant und du als Lemurias beste Stimme. Die kleine Dame hier, Aurora, führt mich auf ein großes Abenteuer. Mal ehrlich, als Narren sind wir zu nichts gut. Aber als Krieger verkaufen wir uns. Teuer? Wir schlagen das Dunkel. Mit unserer Akrobatik, Gelenkigkeit und heilenden Kraft. Wird es ruckzuck abgestraft. Nun denn, Aurora, du kannst auf uns zählen.